Horrorfilme haben den Ruf, Pech zu bringen und manche sollen sogar verflucht sein, was ja ganz lustig ist, aber wenn diese Flüche tatsächlich zu Todesfällen führen, dann ist das nicht mehr so lustig. Es ist nie schön, wenn ein Schauspieler stirbt, doch im Zusammenhang mit einem Horrorfilm wirkt das Ganze besonders gruselig. Poltergeist ist eine klassische Geschichte über Menschen, die in einem Haus leben, das auf einem Friedhof gebaut wurde und die von Spielzeugclowns heimgesucht, teilweise von Bäumen gefressen und in intradimensionale Schränke gesaugt werden. Mit anderen Worten, es ist eine klare Metapher für das Leben in amerikanischen Vorstädten. Wie dem auch sei, das Poltergeist-Franchise wurde mit so vielen tödlichen Krankheiten, Morden und anderen Tragödien in Verbindung gebracht, dass die meisten Menschen nicht mehr wissen, wie viele es waren. Die erste war Dominique Dunn, die jugendliche Tochter der Spukfamilie spielte. Dunn wurde 1982 im selben Jahr, in dem Poltergeist in die amerikanischen Kinos kam, von ihrem Ex-Freund erdrosselt. Leider war dies ihre erste und einzige Rolle auf der Leinwand. Heather O'Rourke war der erste Star des ursprünglichen Poltergeist-Franchises. Sie war das bezaubernde kleine Mädchen, das in ihren Kleiderschrank gesaugt wurde und dann auf unerklärliche Weise in einem Fernseher landete. O'Rourke spielte in 3 Poltergeist-Filmen mit, bevor sie im Alter von 12 Jahren plötzlich verstarb, kurz bevor der letzte Film der Trilogie in die Kinos kam. Nach Angaben der LA Times litt O'Rourke an einer nicht diagnostizierten Darmstenose, einem schweren Darmverschluss, der zu einer Infektion und einem septischen Schock führte. Die Ärzte sagten, dass O'Rourkes Erkrankung schon bei der Geburt vorhanden war, also lange vor dem Poltergeistfluch und wahrscheinlich nicht übernatürlichen Ursprungs. Dennoch war das Timing ein wenig bizarr, was der ganzen Fluchsache wahrscheinlich erst die Grundlage gab. Der furchterregende böse Prediger in Poltergeist 2 war nicht ganz so ikonisch wie der schreckliche Clown. Er reichte aber immer noch mindestens eine 9 auf dem Gruselometer und ist für viele Leute das denkwürdigste Element des Films. Are you lost, sweetheart? Julian Beck, der den Prediger darstellte, verstarb während der Postproduktion und bewies damit ein für alle Mal, dass niemand in einem Poltergeist-Film mitspielen sollte. Niemals. Die eingefallenen Augen, die gelbliche Haut und die skelettartige Gestalt, die die Figur so furchterregend machten, waren keine Spezialeffekte, sondern Symptome einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium. Bei Beck wurde bereits Jahre vor der Premiere von Poltergeist 2 Magenkrebs diagnostiziert. Sein Tod kam also für niemanden überraschend und war daher auch nicht das Ergebnis eines Fluchs. Der Exorzist ist einer der furchteinflößendsten Filme aller Zeiten und er war ebenfalls mit einer ganzen Reihe bizarrer Vorfälle verbunden, darunter ein Feuer, das einen Großteil der Kulissen niederbrannte und ein Blitzeinschlag, der ein 400 Jahre altes Kreuz auf dem Gelände einer Kirche zerstörte, direkt gegenüber der Straße, in der der Film seine Premiere feierte. Laut The Guardian kamen bei dem Film auch 9 Menschen auf tragische Weise ums Leben, vom Nachtwächter bis hin zu einem Special-Effekt-Spezialisten. Vor allem der Schauspieler Jack McGowran, der Burke Dennings spielte, erlag während der Londoner Epidemie 1973 den Folgen einer Grippe. Das ist kein ungewöhnlicher Tod, aber McGowran verstarb genau zum Zeitpunkt der Premiere und 8 weitere Menschen folgten ihm, darunter die Schauspielerin Vasiliki Maliaros, die kranke Mutter von Pater Damien Karras spielte. Der Schauspieler Bela Lugosi war vor allem für seine Rollen als Horrorbösewichte bekannt. Er bemühte sich zwar auch um andere Rollen, doch sein ungarischer Akzent war in einer Zeit schwierig, in der das Publikum dachte, alle mitteleuropäischen Akzente seien transsilvanisch. 1956 drehte Lugosi einige Testszenen für Ed Wood, den ihr vielleicht noch als den mit dem goldenen Truthahn ausgezeichneten schlechtesten Filmemacher der Geschichte kennt. Doch kurz darauf erlag der Schauspieler einem Herzinfarkt und Wood blieben nur ein paar Minuten Filmmaterial übrig. Wood beschloss unerklärlicherweise, aus den Aufnahmen einen abendfüllenden Zombie-Film mit dem Titel Plan 9 aus dem Weltall zu machen, in dem auch Außerirdische vorkommen, weil ja jeder Außerirdische liebt. Es gab so wenig Material von Lugosi, dass Wood ein Double anheuerte, das für seinen verstorbenen Star einsprang und ihn mit einem Umhang über dem Gesicht herumlaufen ließ. Das ist die Geschichte, wie Bela Lugosi der postmortale Star des schlechtesten Films aller Zeiten wurde. Die Sängerin Alia hatte gerade die Dreharbeiten zu Königin der Verdammten beendet, als sie in einen Flugzeugabsturz auf den Bahamas verwickelt wurde.
Nach Angaben von Billboard hatte das Flugzeug mehr Passagiere an Bord als zugelassen. Es war um etwa 700 Pfund überladen und wurde von einem Unternehmen geflogen, das keine Lizenz auf den Bahamas besaß. Der Pilot war kürzlich wegen des Besitzes von Crack und Kokain in Schwierigkeiten geraten. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Absturz auf ein zu hohes Gewicht zurückzuführen war, wodurch der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verlor. Letztendlich war Alias vorzeitiger Tod nicht auf irgendwelche übernatürlichen Kräfte zurückzuführen, sondern ein tragischer Fall von menschlichem Versagen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.